Wenn das Leben dir Kartoffeln gibt, die fast so groß wie dein Kopf sind, dann gibt es nur eine Sache, die man damit machen kann. Für ein gutes Kumpel muss man die Kartoffeln richtig vorbereiten. Ich gebe die Kartoffeln dafür vorher in Salzwasser, danach auf ein Backblech und backe sie danach im Backofen bei 230 Grad für ungefähr eine Stunde. Wir sind aber noch nicht fertig. Danach muss man sie noch mit Olivenöl bestreichen und sie nochmal für 10 Minuten in den Ofen geben. Kartoffeln müssen direkt aufgeschnitten werden. Und solange sie heiß sind, kommt Butter rein. Außerdem noch Käse. Der Käse muss mit den Kartoffeln vermischt werden. Dann kann man eigentlich alles drauf machen, worauf man Bock hat. Ich liebe es vor allem mit angebratenen Zwiebeln und eingelegten Zwiebeln. Und es ist einfach unnormal lecker.